Ermittlungen gegen Metzelder. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat gegen den ehemaligen Fußballnationalspieler Christoph Metzelder ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte eingeleitet. Dies bestätigte Litti Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg, am Mittwoch dem Sportinformationsdienst. Die Bild hatte zuerst über den Fall berichtet. Am Dienstag hatte es eine Hausdurchsuchung bei Metzelder in Düsseldorf gegeben. Wir werten gerade das sichergestellte Beweismaterial aus, sagte Oechtering, die keine weiteren Angaben machen konnte. Da die kinderpornografischen Inhalte angeblich von Metzelder an eine Empfängerin in Hamburg geschickt worden waren, ist die Staatsanwaltschaft Hamburg zuständig. Der langjährige Bundesliga-Profi befindet sich aber auf freiem Fuß. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft auf SED-Anfrage. Im Laufe des Tages soll es eine offizielle Stellungnahme der Hamburger Behörden geben.